Ich habe einen 8-jährigen Stumbleguys-Trainer zu einem Kronbattle herausgefordert. Nur das Lustige an der ganzen Sache ist, dass ich ihn geprankt habe. Denn ich habe mich immer unbemerkt in seine Runde reingeschlichen, um ihn da dann immer rauszuboxen, sodass er das Ganze wirklich nur verlieren kann. Und wie genau er darauf reagiert hat, seht ihr am Ende des Videos. Und jetzt ganz viel Spaß. So, Leute, wir sind direkt in Stumbleguys angekommen und wir haben echt nicht viel Zeit, weil, Leute, ich habe vor etwa 10 Minuten eine Nachricht von unserem 8-jährigen Stumbleguys-Trainer bekommen. Denn er hat mir geschrieben, dass er unbedingt nochmal mit mir reden möchte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Ja, okay, vielleicht habe ich das letzte Mal so ein bisschen übertrieben. Aber okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn wir angerufen werden. Nein, es ist direkt schon soweit. Er ruft gerade wirklich schon an, Leute. Mein Discord ist hier gerade schon am Bimmeln. Er ruft mich tatsächlich gerade an. Okay, wisst ihr was, Freunde? Wir gehen einfach mal in den Anruf rein. In 3, 2, 1. Hallo? Was geht ab, du Loser? Loser, Loser. Okay, okay, warte. Stopp, stopp, stopp. Was willst du von mir? Jetzt zocken nochmal wir beide. Wir machen heute ein richtig krasses Kornbattle. Yo, Junge, chill mal ein bisschen. Junge, du musst mal aufhören, immer auf deine Tastatur zu schlagen. Die geht sonst noch kaputt. Ja, 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 mach dir darum mal keine Sorgen, denn ich kaufe davon einfach eine neue, denn der Gewinner heute bekommt 1000 Euro. Warte mal, was? Wir machen jetzt ein Kronbattle um 1000 Euro. Ja, natürlich, oder traust du dich nicht, du Loser? Hast du Angst zu verlieren? Also, du wolltest dich mit mir nochmal treffen, damit wir jetzt ein Kronbattle machen, damit du wieder verlierst quasi. Was ich verliere, was fällt dir ein? Natürlich, dass du verlierst, denn ich werde gleich 1000 Euro gewinnen. Ja, ja, dann... Ja, natürlich wirst du das. Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Ihr merkt schon, der Kleine ist wieder komplett überdreht. Ich glaube, der hat hier wieder ein bisschen zu viel Cola getrunken. Aber wisst ihr was? Er hat Bock auf ein Kronbattle. Leute, ihr wisst, Lumex, der Kronbattle-Master. Aber natürlich werden wir auch, wie immer, ein kleines bisschen pranken. Weil, Leute, ich habe das Ganze ja schon mal gemacht. Und zwar werden wir einfach gleich versuchen, in die exakt gleiche Runde wie der Trainer reinzukommen. Ich meine, er hatte hier seine Bildschirmübertragung angemacht, direkt im Discord. Das heißt, ich drücke einfach immer gleichzeitig auf Spielen, in der Hoffnung, dass wir in seine Runde reinkommen. Und damit es nicht zu krass auffällt, müssen wir uns natürlich vorher noch ganz kurz umbenennen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir nennen uns Trainer Noob. Geht das vielleicht? Das ging, Leute. Wir heißen Trainer Noob. Oh mein Gott, das ist perfekt. Ich glaube, da wird er richtig ausrasten, wenn wir ihn mit diesem Namen einfach rausboxen. Jetzt brauchen wir noch schnell einen coolen Skin, Leute. Boah, wartet mal. Er spielt doch immer diesen Superhelden-Skin, Leute. Wisst ihr was? Wir werden einfach den exakt gleichen Skin spielen wie er. Oh mein Gott, das wird richtig lustig. Okay, jetzt würde ich sagen, sind wir auch eigentlich so gut wie ready? Ich ermüde mich jetzt und dann gehen wir direkt rein in die erste Runde. So, here we go. An sich bin ich bereit für das Kronbattle, Junge. Ah, okay, das klingt gut. Ich bin auch bereit. Also ich gehe jetzt in die erste Runde rein. Komm schon, komm schon. Okay, Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Ich habe eigentlich fast exakt zur gleichen Zeit die Runde gestartet wie er. Ich sehe es auch in seiner Übertragung. Ey, bitte sag, wir haben die gleiche Map. Ja, er ist auch auf Icy Heights. Ich glaube, wir sind drin, Leute. Warte, wir entmuten uns schnell. So, ich bin auch jetzt in der ersten Runde. Ich bin auf Jungle Roll. Auf welche Map bist du? Auf Icy Heights. Also bei mir ist es ein Rennen in der ersten Runde, aber das werde ich eh gewinnen. Also locker. Auf Icy Heights bist du also. Ja, genau. Ah, ey, Junge, okay. Alter, was willst du, Mann? Da ist schon der Erste, der mich nervt, Digga. Ja, das ist normal. Bei mir sind auch gerade richtig viele, die mich die ganze Zeit hier versuchen rauszuboxen, Junge. Ja, bei mir auch, aber ich bin Erster. Alles gut. Ich hole eh die Erste. Ey, Digga, jetzt hau mal ab, Alter. Okay, Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Junge, der rastet schon richtig aus, dass ich ihn die ganze Zeit rausboxe. Vor allem auch mit seinem Skin. Okay, wir boxen ihn einfach nochmal raus. Wartet. Also, ich bin jetzt gleich bei mir schon im Ziel drin, tatsächlich, ne? Ich bin auch gleich da. Ich bin kurz vorm Ziel. So, ist es doch. Doch, ich bin im Ziel. Locker, locker, locker. So, perfekt. Ey, Digga, was willst du von mir? Junge, der hat mein Skin und nervt mich, Alter. Willst du Stress oder was? Boah, aber ich hab's geschafft. Locker. Also bist du auch im Ziel oder was? Ja, ja, da wollte gerade einer so ein bisschen nerven. Der hat meinen Skin gemacht, der Faker. Ah, Faker, Okay, Freunde, ich bin ganz kurz wieder gemutet. Junge, der sagt einfach, das ist ein Faker, weil wir seinen Skin haben. Er denkt auch, der Skin gehört nur ihm alleine. Deshalb würde ich sagen, Leute, boxen wir ihn gleich im Finale raus, dass er richtig ausrastet. Und hier muss ich jetzt auch mal schnell gucken, dass wir uns hoffentlich qualifizieren. Weil wir müssen es natürlich richtig schön spannend machen.
machen im Finale. Deswegen würde ich sagen, wir muten uns und boxen den Kleinen nochmal raus. So, ich bin jetzt, by the way, im Finale auf Blockdash, Junge. Was? Du bist schon im Finale, Alter? Das kann gar nicht sein. Cheatest du wieder, oder was? Ich cheat nicht, nö. Warte mal, ich habe hier ein offenes Hühnchen mit dem Zerrupfen. Ich glaube, ich fliege gleich raus auf Blockdash. Haha, Lucia. Junge, lass mich los, Alter. Boah, Junge, da ist gerade wieder dieser eine Typ, der dieser Faker, Mann. Boah, locker, easy geschafft. Was für ein Fake? Aber was redest du die ganze Zeit, hä? Der eine hat meinen Skin und probiert mich zu nerven, aber nicht mit mir. Ich bin im Finale. Ach so. Ja, nö, ich habe gerade schon die erste Runde gewonnen, tatsächlich. Was? Das kann nicht sein. Aber jetzt gewinne ich auch die erste Runde. Alles gut. Ja, natürlich machst du das. So, aber den hau ich hier erstmal weg, Alter. Komm, verschwinde. Wen willst du denn weghauen? Einen Typen, der den Skin von mir... Digga, was ist das, Mann? Gott, bleib stehen, den krieg ich. Komm, oh Gott, es ist erstmal der Loser, der... Aua. Hä, was für Loser? Von was redest du denn die ganze Zeit, hä? Ja, der eine Typ da, warte. Ey, Junge! Der lässt mich die ganze Zeit nicht los! Sieh mal, wenn ich den kriege, nein, jetzt verliere ich wegen dem einfach, Alter. Oh, und ich bin ganz kurz gemutet. Digga, der ist echt richtig krass am Ausrasten die ganze Zeit, weil ich ihn rausbox. Ey, ich glaube, wir schaffen es aber jetzt nicht mehr, uns hier zu qualifizieren, beziehungsweise den Sieg zu holen. Ich versuche nochmal richtig reinzuschwitzen, dass wir es vielleicht noch schaffen, hier den Sieg zu holen, aber ich glaube, es sieht nicht gut aus, Leute. Egal, ich ermüde mich wieder. So, ich bin jetzt by the way schon in der nächsten Runde, ne? Und auf ganz entspannt hole ich auch gleich den nächsten Sieg tatsächlich hier jetzt schon. Mann, ich habe nicht gewonnen, weil dieser Hater die ganze Zeit da war. Das sind die Probleme, wenn man so bekannt ist, ey. Ach so, ja, wenn man so famous wie du, dann gibt's wirklich viele Hater da draußen, ne? Natürlich, du kennst das vielleicht nicht, du Noob. Na, okay, ich merk schon. Okay, Leute, wir haben es leider nicht geschafft, die Runde zu gewinnen. Das heißt, er hat auch leider nicht unseren Namen gesehen. Bedeutet, ich versuche jetzt einfach direkt nochmal in seine Runde reinzukommen. Und dann hoffen wir mal, dass wir irgendeine nice Map im Finale bekommen, wo wir noch rausboxen können. Das wäre richtig nice. Deswegen würde ich sagen, Leute... Er ist schon dabei, die nächste Runde zu starten. Wir müssen auch ganz schnell starten, ne? So, komm, direkt die Runde starten, Leute. Ich war zwar ein bisschen zu spät, aber vielleicht komme ich noch rein, Leute. Es sieht gut aus, wartet mal. Aber okay, Leute, ich schaue in seine Bildschirmübertragung. Er ist auch auf Bombardment. Er ist auch auf Bombardment. Ich bin wieder drin, Leute. Okay, wir muten uns ganz schnell. So, ich habe jetzt hier gerade schon meinen zweiten Sieg geholt. Auf ganz entspannt, Tarinho, ne? Hä, wie kannst du schon zwei Siege haben, Digga? Das kann gar nicht sein. Na doch, ist gar nicht so schwer. Wenn man so gut ist wie ich, dann ist das super easy tatsächlich. Ja, genau. Egal, ich hole jetzt auch meinen ersten. Das war gerade blöd wegen diesem einen komischen Typen da. Guck mal hier, aber ich bin bei Blockdash. Ja, also... Digga, was ist das, Mann? Dieser eine Typ ist da wieder. Komm, verschwinde, Alter. Was will der denn von mir, Mann? Junge, von was redest du die ganze Zeit, hä? Ja, da ist einer, der verfolgt mich die ganze Zeit, aber jetzt hau ich den gleich raus in der nächsten Runde. Ja, weißt du, wenn nicht irgendjemand am Nerven ist, dann zeig's ihm einfach, Bruder. Box ihn einfach raus, Junge. Ja, mach ich, den box ich jetzt. Der hat sich's verdient, Alter. Ja, sehe ich auch so. Bei mir boxen auch gerade alle weg. Ich bin nämlich hier gerade auf Laser Tracer und alle sind die ganze Zeit nur am Boxen bei mir hier. Ja, bei mir auch. Bei mir ist jetzt Blockdash in der nächsten Runde. Blockdash hast du? Ja, genau, Blockdash. So, Junge, und was willst du? Ey, Digga, der eine Typ verfolgt mich die ganze Zeit. Warte mal. Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Digga, der ist die ganze Zeit so am Ragen. Was ist denn los mit ihm? Er schlägt gefühlt alles kaputt die ganze Zeit, Bro. Aber okay, ist noch Honey Drop. Das heißt, wir können ihn jetzt rausboxen. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, die Runde zu gewinnen, Leute. Ich ermute mich. Okay, ja, also ich bin jetzt hier gerade tatsächlich wieder im Halbfinale hier. Auf ganz entspannt, auf Blockdash wieder. Auf welcher Map bist du denn gerade? Ich spiele Honey Drop im Finale. Alle natürlich. Meine nächste Krone wird es. Du hast bestimmt schon richtig viele Kronen gesammelt, ne? Nein, Junge! Mein Gott, was will dieser Typ da von mir? Das kann doch kein... Ja, ich muss hier weg. Boah, von was für einem Typen redest du denn die ganze Zeit? Ich bin nicht runtergeflogen, Mann. Da ist so einer, der verfolgt mich die ganze Zeit. Der hat auf mich abgesehen. Der kennt mich halt von YouTube, weißt du? Ja, der kennt dich bestimmt, ne? Ja, natürlich kennt er mich. So, wenn ich... Boom! Jetzt habe ich ihn aber umgehauen, wie du gemeint hast. ja. Zeig's dir mal. Box den mal raus. Den Faker. Ja, den hole ich mir. Wo ist er? Da ist er. Komm, den schnapp ich mir. Junge! Oh mein Gott, nein. Nein. Boah, das ist knapp, ey. Freund, ich bin gemutet. Er ist auf der letzten Etage. Ich gehe jetzt auch runter. Wir müssen jetzt versuchen, rauszuboxen. Let's go. Also ich hole mir jetzt gerade schon auf ganz entspannt hier den nächsten Sieg tatsächlich, ne? Was heißt hier den nächsten Sieg? Ey, warte mal ganz kurz. Oh, ja, den nächsten Sieg halt, ne? Nein, ich auch. Ich habe auch den nächsten Sieg gleich. Komm schon. Oh, das ist knapp bei mir gerade. Ey, Junge! Nein. Komm schon. Nein! Das kann nicht sein. Das ist wieder dieser eine Typ da gerade, Mann. Ja, immer diese Faker. Der heißt Trina
Trainer Noob, der hat sich, das war wirklich ein Hater. Das glaubst du mir nicht, der heißt Trainer Noob. Ja, vielleicht liegt's daran, dass du einfach wirklich ein Noob bist. Schon mal daran gedacht? Junge, willst du mich verarschen? Auf keinen Fall, nein, mein ich nehme alles zurück. Ich hab das gar nicht so gemeint. Beruhig dich. Beruhig dich. Ich starte einfach direkt in die nächste Runde. Komm schon, Pro-Trainer. Freund, ich bin ganz kurz gemutet. Er hat die nächste Runde direkt gestartet. Ich bin ein bisschen zu spät. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt halt mal eine Runde aussetzen. Ne? Ich glaube, die muss jetzt alleine zocken. Ich komme wahrscheinlich nicht mehr rein. Er ist schon drin. Aber es ist egal, weil so lange nehme ich mir ganz kurz die Zeit, dass wir unseren Namen einfach noch mal ändern. Ich meine, Leute, es ist auch ein bisschen zu auffällig, wenn wir die ganze Zeit mit demselben Namen drin sind, mit demselben Skin. Das heißt, wir nennen uns jetzt am besten noch mal Kackhaufen 08. Ha! Es ging, Leute! Wir heißen einfach Kackhaufen 08. Es ist perfekt. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen passenden Skin dazu. Was nehmen wir? Wartet mal. Freunde, wir nehmen einfach den Gobble-Gobble-Skin. Auf ganz lustig hier mit dem stinkenden Fußabdruck. Ich glaube, das ist perfekt. So, und ich glaube, er ist auch gleich mit der Runde fertig. Bedeutet, ich versuche wieder in seine Runde reinzukommen. Ich glaube, er hat auch verloren. Also, es steht aktuell tatsächlich noch 1-0 für mich. Ich habe ja jetzt schon eine Krone mit dem Sieg geholt. Bedeutet, wir hoffen jetzt mal, dass wir direkt den zweiten Sieg holen werden. Und er ist draußen, Leute. Wir entmüten uns mal ganz schnell. Mann, immer falle ich raus. Komm schon, ich gehe direkt in die nächste Runde. Ich darf keine Zeit verlieren. Komm schon. Freunde, ich bin gemutet. Wir haben perfekt gestartet. Ich glaube, wir sind drin in der Runde. So, okay. Ich habe tatsächlich schon den nächsten Sieg geholt. Und zwar habe ich nämlich gerade Lavaland gewonnen, Junge. Ha! Warte mal, wie viel Kronen hast du jetzt, Alter? Das sage ich dir nicht. Junge, sag doch, mach nicht so, du hast eh noch keine. Du lügst eh. Doch, ich habe schon eine. Ich habe sogar schon zwei, vielleicht auch drei. Schon zwei? Nie im Leben, Alter. Prank mich nicht. Ich hole mir jetzt erstmal den vierten nämlich. So. Schon. Ja, ne, hol dir ruhig mal den nächsten Sieg hier, ne? Ja, ja, natürlich, was eine Frage. Mann, was ist das? Ich komm nicht durch hier. So, jetzt aber. Ey, Junge, hau ab, Alter, du Hühnchen, Mann. Was will dieses kleine Hühnchen da? Ich esse auch gerne Hühnchen, du auch? Komm, ich hol mir dich, du kleines Chicken Nugget. isst du gerne Chicken Nuggets, oder was? Ja, richtig, und den da vorne am liebsten. Komm mal her. Der denkt auch, er könnte sich mit mir anlegen. Dass ich mit dem Falschen hier an. So, ey, hau ab, Junge, lass mich los, Mann. Junge! Junge, dieses Chicken Nugget, wo ist er? Komm, bleib stehen, Alter. ich gewinne gleich die nächste Runde. Was? Das kann nicht sein. Oh nein, und ich werde hier die ganze Zeit geprankt von so einem Chicken Nugget, Mann. Ja, ey, voll uncool, Mann. Sag ich ehrlich. Okay, Freunde. Ja, wir sind zwar auch mit rausgeflogen, aber dafür haben wir ihn richtig zum Ausrasen gebracht. Ihr habt's gesehen. Und ich sehe, er startet direkt wieder die Runde, Leute. Ich gehe auch schnell rein. In der Hoffnung, dass wir direkt wieder reinkommen und ihn direkt noch mehr zum Ausrasten bringen können. So, okay, Leute. Wir haben wieder die Sharks Map. Er ist auch auf die Sharks. Geil, Leute. Da ist er wieder. Okay, ich box ihn direkt wieder raus. So, ja, ich bin jetzt wieder im Halbfinale drin, ne, wollte ich nur gesagt haben. Junge, wie kannst du schon wieder im Halbfinale sein, Alter? Das geht doch gar nicht. Das weißt aber du doch gar nicht. Ja, ich hole mir aber jetzt auch den nächsten Sieg gleich, deswegen alles gut von mir. Ey, Junge, hau mal ab, Alter, wer war das von euch hier? Kommt her, traut euch das nochmal, wenn ich euch sehe. Wer war das? Was schreist du die ganze Zeit so rum, Junge, hä? Junge, hier ist irgendeiner, da will mich weghauen, Junge, wer war das von euch? Du warst das, oder? Komm, verschwinde. Nicht mit mir. Ja, ja, keiner legt sich mit dir an wahrscheinlich. Die haben alle Angst vor dir wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ich bin Pro-Trainer 08. Junge, wer ist das die ganze Zeit? Oh mein Gott, ich glaube, du warst das hier da hinten. Komm, verschwinde, Mann. Nicht mit mir, die Spielchen. Freund, ich bin gemutet. Er boxt einfach irgendwelche unschuldigen Leute raus, weil er denkt, dass sie ihn einfach wegboxen, wobei ich es einfach bin. Es ist so lustig, aber okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Halbfinale. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt direkt die zweite Krone gewinnen. So, okay. Ich habe jetzt den nächsten Sieg geholt, tatsächlich hier, ne? Was? Was? Ich auch. Ich bin jetzt auch im Finale. Ich bin jetzt auch im Finale und holen wir jetzt den fünften Sieg. Den fünften Sieg holst du dir schon? Ja, genau. Oh, sieht gut aus, ich bin Erster. Sieht richtig gut aus. Bei mir sieht's auch verdammt gut aus. Ja, bin schon kurz vorm Ziel. Junge, das ist dieses Hühnchen wieder, dieses Chicken Nugget. Bleib stehen, den hole ich mir. Junge, was hast du mit Chicken Nuggets? Lass mal Chicken Nuggets in Ruhe, Junge. Ja, der eine Typ hier, komm schon her, den schnapp ich mit. Der ist runtergefallen, der Loser, haha. Komm, den schnapp ich mir. Oh Mann, ich krieg ihn nicht. Komm, nein, Junge, jetzt haut der mich runter, Alter. Bleib stehen, ich kriege ihn. Komm, oh. Warte mal, wenn ich den in die Finger bekomme, jetzt bin ich... Oh,
Was ist denn los? Du bist vor allem auch so hast die ganze Zeit. Alles gut, ich bin jetzt gleich im Ziel und hol mir meine 5. Krone, alles gut. Ah ja, 5. Krone, hol die dir ruhig mal, ich hol auch schon meine 6. Jetzt hier hoch, perfekt, und jetzt bin ich schon kurz vorm Ziel, Alter, komm schon. Ey, Junge, was will der? Boah, jetzt hat er mich wieder runtergehauen, aber so schlecht wie er hat das gar nicht richtig geschafft, dieser Loser. Mann, ich bin gemutet, das ist damit so perfekt, der ist die ganze Zeit so am Ausrasten, es ist so lustig, ich schwöre euch. Oh, Kelly, warten jetzt hier mal auf ihn und boxen ihn gleich nochmal raus. So, also, ne, wie sieht's bei dir aus, Kleiner? Gut, ich bin jetzt im Ziel. Moment mal, jetzt bin ich im Ziel. Locker, easy, wie immer. Junge, was will denn? Nein. Komm hier, hau du ab. Komm schon, jetzt hole ich mir den. Boah, Finale. Oh, Finale. Oh, ja. 6. Krone wird das bei mir jetzt. Let's go. Ja, die 6. Krone, ich glaub's auch. Freunde, ich bin gemutet, Junge. Er denkt halt auch, er kann mich anlügen, weil das Ding ist, ich sehe ja die ganze Zeit, ob er gewinnt oder ob er rausfliegt, weil ich in seiner Runde drin bin. Und ich kann euch sagen, er hat bisher keine einzige Krone. Währenddessen wir uns jetzt hier gleich die 2. schon holen. Deshalb lasst auf jeden Fall unbedingt mal einen Daumen nach oben dafür da. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein ins Finale und boxen ihn da richtig fett raus. Let's go. Okay, wie sieht's denn aus? Auf welchem Mal bist du denn gerade? Blockdash-Finale heißt es bei mir jetzt. Das gibt die 6. Krone. Ah ja, Blockdash-Finale. Das ist deine Lieblingsband wahrscheinlich, ne? Ja, ey, Junge, hau mal ab, Alter. Das Chicken Nugget ist auch noch im Pferde. Den schnapp ich mir jetzt. Den hole ich mir ab. Junge, lass mal Chicken Nuggets in Ruhe. Ich finde Chicken Nuggets voll lecker. Ich auch, aber nicht dieses hier. Dieses blaue da. Oh, guck mal, ich mach mich jetzt unsichtbar. Ey, Junge, Mann, der haut mich immer weg. Was boxt der mich, Alter? Aber ich bin unsichtbar. Der checkt es eh nicht, dieser Loser. Freunde, ich bin gemutet. Wir machen uns auch mal ganz kurz unsichtbar und boxen ihn einfach weg. Warte, 3, 2, 1. Ich bin unsichtbar. Junge, Mann, was ist denn? Nein. Das kann nicht sein. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie ich wieder... Mann, dieses Chicken Nugget, Mann. Was ist denn los? Du bist so ausgerastet. Was ist denn passiert? Chicken Nugget hat gewonnen, Mann. Und der heißt Kakao08 oder was? Das ist auch so ein Hater gewesen, Mann. Ich bin der Einzige mit 08 am Ende, Alter. Achso, die Zahl 08 gehört dir, oder was? Ja, weil ist das eine Frage, natürlich. Okay. Ja, nee, ich verstehe schon. Okay, Freunde, ich bin gemutet. Es läuft so perfekt. Wir haben ihn einfach rausgeboxt. Habt ihr das gesehen? Es war so nice. Aber leider, ich sehe gerade, er hat schon die nächste Runde gestartet. Bedeutet, wir müssen ganz kurz aussetzen. Wahrscheinlich meine Runde. Aber egal, ich würde sagen, dafür ändern wir einfach nochmal unseren Namen, um das Ganze hier wirklich auf die Spitze zu treiben. Ne? Deswegen, Leute, ihr wisst ja, der Kleine nennt mich immer Loser. Und genau deswegen würde ich sagen, nennen wir uns jetzt einfach mal Du Loser. Aber wir machen es besser. Wir nennen uns Du Loser 08. Es ging, Leute. Wir heißen Du Loser 08. Junge, wenn er jetzt nicht komplett ausrasten wird, weiß ich auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir noch einen coolen Skin dazu. Und dafür würde ich sagen, Leute, um hier wirklich maximal zu pranken, nehmen wir einfach den Clown-Skin, Leute, auf Disrespect. Und wir rüsten auch noch einen coolen Emote aus. Und zwar einfach den hier, Leute, um ihn ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen zu ärgern. Deswegen würde ich sagen, wird der Emote einmal ausgerüstet, Leute. Und damit sollten wir den Kleinen auf jeden Fall jetzt richtig zum Ausrasten bringen. Ich würde sagen, wir warten, bis er rauskommt. Und dann gehen wir rein in die nächste Runde. Digga, immer falle ich raus. Komm schon jetzt in die nächste Runde. Jetzt aber. Jetzt will ich 100% gewinnen, Alter. Ja. Natürlich wirst du das. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt die 1000 Euro, Junge. Die sind meine. Nein, Mann, das sind meine. Okay. Ich bin jetzt gerade auf Jungle Roll tatsächlich. Nächste Runde. Auf was ist das? Das kenne ich gar nicht. Die gibt's gar nicht, die Map. Hä, was laberst du? Natürlich gibt's Jungle Roll. Was erzählst du denn, hä? Ja, gibt's eh nicht. Gibt's nicht. Ja, natürlich gibt's sie nicht. Junge, hau ab, du Clown, Mann! Das ist. Ach komm, verschwinde. Oh Mann! Ey, Junge, da ist so. Du Clown, ey! Nicht mit mir! Du bist selber ein Clown, weißt du das? Junge, sei mal nicht so frech, Alter! Ey, Junge, hä? Nicht so frech? Ich hol mir jetzt die 1000 Euro, das ist dir schon klar, ne? Nö, die hol ich mir. Ey, Junge! Da ist wieder dieser Clown, der probiert mich zu nerven, aber nicht mit mir. Egal, ich gewinne einfach. Ja, so. Du gewinnst sowieso natürlich, ne? Du bist der Beste. Und die 1000 Euro gewinne ich auch. Die nehme ich mir auch mit. Ja, dann mach das mal. Freunde, ich bin gemutet. Ist doch perfekt. Wir haben eigentlich gefühlt die Runde gewonnen. Wir haben jetzt gefühlt 5-mal rausgeboxt und wir sind im Ziel. Let's go. Das heißt, wir können rein ins Halbfinale. Let's go. Aber okay, Leute, ich bin gemutet. Wir sind beide jetzt in Laser Tracer. Ich würde sagen, wir pranken ihn jetzt richtig krass. Er muss ausrasten. Ihr wisst, Leute, der Timer ist gleich vorbei. Die 1000 Euro gehören mir. Wir entmuten uns. So, auf welcher Map bist du denn gerade, hä? Ich spiele Laser Tracer! Junge! Was ist ein Laser Tracer?
kenne ich gar nicht. Ja, natürlich kennst du es nicht, der Typ da hinten, der kriegt jetzt eine Lektion. Junge, pack dein Popo ein, Alter. Ja, Finale. Let's go, der zeigt mir den Allerwertesten. Den hole ich mit im Finale, Alter. Was laberst du? Was für? Wer zeigt dir dieser was? Dieser Clown zeigt mir die ganze Zeit den Allerwertesten. Allerwertesten? Ah, jetzt weiß ich, was du Dein meinst. Dein Popo, kennst du das nicht? Dein ja, Popo ja, natürlich. Doch, doch. Ja, ja, ich da ist er. Ich glaube, du suchst eine Ausrede, weil du kacke bist. Junge, du bist kacke, nicht ich. Den hole ich mit. Wo ist er, dieser Clown? Da ist er. Junge, nein, lass mich los! Was schreist du denn die ganze Zeit so rum? Junge, da ist so ein Clown, der sein Popo immer zeigt. Hä, was redest du für ein Müll? Ach, Junge, nerv mich nicht, provozier mich nicht, mich kannst du nicht provozieren. Ach so, ja, das ist ja alles gut, ne? Ich gewinne sowieso gleich die nächste Runde. Ich bin nämlich gerade auf Blockdash. Hol mir den nächsten Sieg tatsächlich, ja. Ey, Junge, Mann! Komm her, dich hole ich mit. Der haut mich gerade wieder weg. So, da ist er, dieser Clown, den schnapp ich mir jetzt aber. Was redest du die ganze Zeit? Der zeigt die ganze Zeit sein Po, Junge. Ich box dich gleich runter, wenn du es noch einmal machst. Hä, dann box ihn doch einfach runter. Mach doch, red nicht so viel, mach doch einfach, hä? Junge, pack dein Popo ein. So, guck mal, den hau ich jetzt. Oh mein Gott, war das krass. Oh mein Gott. War das krass hier gerade. Ich wollte jetzt bei der dritten. Nee, meine wievielte Krone? Siebte. Siebte deine Krone. Deine siebte natürlich. Krone ist das bestimmt. Ja, ja, ich glaub dir auch. Deine siebte Krone wahrscheinlich, Junge, ne? Junge, lass mich los. Lass mich los. Oh Gott. Ja, guck mal, ich hau hier. Ja, ich hab einen runtergehauen. Oh Gott. Ja, ich hab gleich ein Finale gegen diesen Freunde, ich bin gemutet. Wir müssen es jetzt schaffen, den Sieg zu holen. Wir müssen ihn rausboxen. Ich boxe ihn jetzt gleich einfach raus. Passt auf, es wird so lustig. Passt auf. Ja, also, ne, ich bin jetzt hier gerade im Finale auch auf Blockdash tatsächlich, ne? Ja, ich auch. Junge! Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Dieser Clown war das mit dem Popo. Ja, der hat mich rausgehauen. Im Finale. Und jetzt gewinnt er auch noch. Der nimmt mir meine Krone weg. Mann. Ja. Warte mal. Der heißt du Loser-Lorat. Was ist das denn? Ich hab keine Lust mehr. Ihr könnt mich alle mal. Ihr kriegt gar nichts von mir. Keine 1000 Euro, nicht. Der ist einfach rausgegangen. Leute, habt ihr es gesehen, wie episch wir am Ende gewonnen haben? Und wir haben ihn einfach rausgeboxt. Und jetzt ist er einfach aus dem Discord rausgegangen. Er ist komplett ausgerastet. Aber Leute, wir hätten uns eigentlich auch denken können, dass wir keine 1000 Euro von ihm bekommen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Kleinen ein bisschen zu pranken. Ihr seht, er ist wieder komplett ausgerastet. Das heißt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und checkt noch unbedingt eins dieser beiden Videos hier ab. Die sind auch sehr, sehr nice. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, Leute, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.